Hallo Leute, hier ist der Gusua und wir gucken uns heute mal wieder ein paar Fights aus dem 1 Million Loot Clan an. King Matze macht hier den Anfang, hat halt komplett Farmtruppen dabei. Vorteil Gegner ist natürlich definitiv inaktiv und auch seine Adlerartillerie schon komplett außer Betrieb hier. Er guckt schon, wo kann ich hier halbwegs was wegsnacken, ohne direkt auf die Schnauze zu bekommen. Und das ist ihnen an manchen Stellen schon gelungen. Gucken wir mal hier, machen wir mal ein bisschen schneller. Das sollte ja ganz easy hier ablaufen. Und einfach schön Minen und Sammler leer machen und dann passt das. Ich denke mal, so etwas über 800.000 ist natürlich nicht verkehrt. Zumal er selber Meister 3 und der Gegner Kristall 2 war, gab es natürlich dann auch nochmal ordentlichst Liga-Bonus. Und dann ist das schick. Ja, auf jeden Fall das Townhall noch wegballern. Alter, das war schade. Schade, weil nämlich dann hättest du nochmal den Liga-Bonus. Also klar, ist natürlich vollkommen in Ordnung, klar. Aber schade, dass du da nicht noch den Liga-Bonus mitnehmen konntest. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Hier schreibt der Poison Scorpion ein fetter Queenwalk für Guso. Schauen wir mal, wo würde ich reingehen? Ich muss gerade mal überlegen. Er hat also auf jeden Fall gut vorbereitet, sage ich mal. Also er hat die Spells voll nice dabei. Er hat die Mauerbrecher am Start. Ich würde mal fast sagen, ich würde in diesen Bereich reinjackeln, weil wir hier drei von den Lagern haben. Das hier kann ich alles relativ easy mit den Bogenschützen abdecken. Und hier würde ich rein. Also ich würde hier so Queen droppen. Mal schauen, wie er das... Okay, er geht von einer ganz anderen Sache ran. Klar, ich meine, man muss jetzt nicht Angst haben vor den Minenwerfern, richtig. Aber dann ist natürlich, wie gesagt, die Ecke hier ein bisschen schwieriger. Klar, hier ist nicht so viel Def, auch im Flächenbereich nicht. Klar, aber mit der Queen wäre man da ganz gut reingekommen. Aber so sieht man es. Es gibt halt mehrere Wege, die nach Rom führen. Oder auch zum Loot. Ja, ganz genau, dass du nicht zu viel Zeit verlierst. Schön Mauerbrecher rein auf jeden Fall. Jo, Rage gedroppelt. So, und jetzt, komm, King raus. Was ist mit dem King? Hau den King rein. Zu viele Mauerbrecher? Aber wie gesagt, da brauche ich ja nicht meinen Maul aufmachen. Ich bin ja gerne so einer, der sagt, gut, okay, komm, wir können auch mal 30 Mauerbrecher verballern. Auf jeden Fall. Ja, aber da würde ich sagen, das hätte... Also ich hätte es anders gemacht, sage ich mal. Und ich denke mal, ich hätte das noch ein bisschen effizienter lösen können, auf jeden Fall. Also da kann man definitiv noch dran arbeiten. Ich wäre wirklich, wie gesagt, von der Seite aus reingegangen. Hast so gut wie alles bekommen, gar kein Ding, aber wie gesagt, hätte, weil mit 102 Bogenschützen kann man da noch, hätte man richtig was ruppen können, die Base hätte komplett nackt sein dürfen und müssen, wie auch immer. Auf jeden Fall, aber richtig nice Loot, ganz klar. Hier natürlich auch wieder mit fettem Liga-Bonus. Gucken wir mal, ob der Queenwalk hier nice wird. Zack, Mauerbrecher. Nicht zu viele. Klar, einen jetzt oben drüber, aber da kommen die nächsten, weil wir die Wand natürlich auch noch weg haben wollen. Und dann ist es okay. Mehr nicht, weil alles andere würde hier komplett drauf gehen. So, Mauerbrecher sind eh leer, also beziehungsweise keine mehr da, die wir verwenden können. Einwandfrei. So, geht's auf 2 und wir sind dabei. Hier richtig schön die dunklen Bohrer hier, zack, leer gemacht. Und jetzt gleich Town Hall. Jo, easy peasy. Hier, man sieht es hier, der 3er Expo, der splasht schon gut rein, auf jeden Fall. Aber wenn wir halt dann Rage setzen, ist da nichts. Passiert uns da nichts. Hier, Expo. Na, zack, 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 jo. Tesla darf man nicht, wirklich darf man nicht vernachlässigen und einfach sagen, naja, das passt schon, das passt schon. Nee, Tesla kann dir schon mal richtig die Queen wegziehen.
Endlich sind die Heiler aus dem Bereich, beziehungsweise die Luftabwehr ist endlich weg. Juti, würde ich sagen. Schön, dass du noch zwei Sternchen geholt hast. Dann lohnt sich das. Geht der Weg nach oben auf jeden Fall schneller. In dem Fall ja doppelt so schnell. Zack, zack. Passt. Ich denke mal, ich kann es mir jetzt auch mal erlauben und einfach mal einen Angriff raushauen, auch mit Blue Stacks. Ich überlege. Ich habe nämlich keinen Golem in der CB. Ich würde den gerne trotzdem angreifen, alleine schon, weil er keine Infernos hat. Das ist natürlich ziemlich geil. Klar, jetzt kriege ich natürlich den letzten Earthquake, habe ich natürlich jetzt nicht, weil ich die CB halt nicht nutzen kann. Aber egal, ich mache den äußeren Bereich auf, der ist mir wichtiger. Und probiere hier trotzdem schon mal ein bisschen was fast kaputt zu machen, sagen wir es mal so. Und dann droppen wir hier mal den Golem und machen richtig schnell hier die Magier, dass die sich hier schön austoben können. Jo, zack, passt auf jeden Fall. Und jetzt sind die Valkyren garantiert auch gewillt reinzugehen. Da kommt ein... Ah, ich habe noch zwei, ein paar Heiler. Das ist natürlich ziemlich geil. Oh, jetzt habe ich die... Jetzt ist es mit den Magiern definitiv besser als bei den letzten Malen. Da sind die mir ja dann doch außen so ein bisschen rumgerannt. Ja, natürlich will... Ah, schade. Zu früh, zu spät. Der King hätte noch geraged werden können, aber habe ich dann wohl verpennt. So, Queen sollte es auf jeden Fall überleben hier. Aber es ist natürlich schade mit den, dass die Heiler sich natürlich auf den Golem wieder stürzen. Komm, Town Hall noch down machen hier. Yo, Town Hall ist down. Aber der Loot ist noch nicht so fresh. Den hätte ich gern noch besser, aber Golem geht jetzt vor. Das ist gut. Komm. Zack, ist weg. Yo, sieht man halt wirklich. Es reicht auch manchmal ein Golem, um nochmal den... wie soll ich sagen, die Sache zu drehen, war trotzdem noch in Ordnung. Dafür, dass ja eigentlich wirklich mir der King definitiv, habe ich verpennt, auf jeden Fall. Aber dafür ist es vollkommen okay. Das, da gab es schon ganz andere Sachen hier. Energy haut raus und greift Kakashi an. Ich muss mal gerade gucken. Relativ low Helden, aber... Also Town Hall 9 würde ich jetzt einfach mal so tippen. Und dann schauen wir mal, was hier geht. Hier könnte es halt gefährlich werden für die Schweine. Aber du wirst das machen. Du wirst das machen. Schauen wir mal. Ja genau, also der Golem ist außer CB, dann würde ich wirklich sagen Town Hall 9 und du hast halt einen Max Golem gespendet bekommen. Ist das nicht... Oh, ah ja gut, okay, du hast hier jetzt den Jump gedroppt, weil nämlich, sonst hätte ich gesagt, es hätte noch sein können, dass die eventuell draußen rumrennen. So, Golem jumpt jetzt nach vorne, das ist gut, dass der halt ein bisschen tanken kann hier. Du hast hier irgendwo ein Heal definitiv gedroppt, weil der King hochgeheilt wird. Das habe ich gesehen. So, noch ist nicht viel Loot passiert. Da ist noch nicht viel drin. Jetzt gleich Town Hall down. Was aber in dem Liga-Bereich vollkommen egal ist. Hättest du den jetzt nicht bekommen, egal. Da wäre ein Heal geil gewesen, schön mittig. Dann wäre dir eventuell der King nicht down gegangen. Aber du hast hier noch genug tankendes Material mit den Gollies. Und ich glaube mal, das läuft hier mit den Schweinen ganz gut. Ja, die Luftabwehr hier könnte dir noch gefährlich werden. Mal gucken, ob die Schweine schnell genug sind, glaube ich aber nicht. Ja. Aber jetzt regeln die das hier. Und hier wird garantiert noch hier... Was? Ja, genau. Glück gehabt, Alter. Ich dachte schon, na, das wird doch eine knappe Kiste. Wenn hier doch garantiert irgendwie was am Start ist. So, jetzt sind alle Dev-Gebäude weg. Deswegen gehen die Schweine jetzt schön auf den Rest. Und dann ist das natürlich eine geile Nummer.
wenn man sieht, okay, komm, ich habe hier keinen Stress mehr. Und da noch eine Riesenbombe, ja klar, war klar. Und die hätte, wirklich, wären die halt anders gelaufen, hättest du halt ein Problem haben können. Aber da hier kein Dev-Bereich mehr war, sind sie halt auch nicht irgendwie weiter in den Bereich, beziehungsweise dann in die Bombe reingesprungen. Läuft auf jeden Fall, cooles Ding. Da nochmal, also wirklich, muss man mit den Schweinen echt aufpassen, dass die nicht einfach der Riesenbombe zum Opfer fallen. 98, 99. Und dann würde ich mal sagen, die letzte Mine, zack, 100%. Richtig, richtig cool. Das soll es dann auch wieder gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns bald wieder. Ich wünsche euch was. Macht's gut. Ciao, ciao.